Japan. Ich habe Ihnen mal die Staatsverschuldung von Japan mitgebracht, falls Sie die nicht mehr so ganz präsent haben. Das ist vom Jahr 2020. Ende ist ein bisschen gestiegen seitdem, also mit Sicherheit nicht runtergekommen, aber im Wesentlichen kommt das hin. Statista hat das ausgebuddelt. Japans Verschuldung. Japan ist das am dritthöchsten verschuldete Land der Welt. Nur noch übertrumpft von Venezuela und Sudan. Selbst Griechenland haben sie hinter sich gelassen. Mehr als 250% des Bruttoinlandsproduktes beträgt die Verschuldung, die Staatsverschuldung Japans. Und wir haben gesagt, mein Gottes Willen, Griechenland, die können die Schulden ja gar nicht bezahlen, wie sollen das gehen? Und haben da die Griechenland-Pleite gehabt. Ja, was sagen wir denn bei Japan? Die sind ja noch viel höher verschuldet. Wie geht denn das? Ja, das geht aber nur, weil Japan über seine eigene Druckerpresse verfügt und die eigenen Zinsen, seine eigene Währung selbst herstellt. Und Japan hat, hier sehen wir nochmal den Verlauf, Japan hat seine Zinsen, ich gebe das nur raus, das ist der Verlauf der Verschuldung Japans, ne, so aus den 90er Jahren, da waren die bei 60, 70, 80%. Da gab es einen großen Einbruch in Japan, ne, die großen Platzen der China, der Japan-Blase Ende der 80er Jahre. Und japanische Wirtschaft hat sich seitdem nie wieder erholt und die japanische Notenbank hat die vielen Unternehmen nicht pleite gehen lassen, sondern sie dann sukzessive immer wieder mit Staatsgeldern gestützt. Und dieses Geld hat sich der japanische Staat, das er immer so wieder reingestürzt, hat reingeschmissen, hat in die Unternehmen, hat er sich geliehen, bei den Pensionskassen beispielsweise, und hat immer höhere Schulden aufgenommen, um damit die Wirtschaft irgendwie am Laufen zu halten. Und inzwischen, wie gesagt, bei 250% ist die Gesamtverschuldung. Nun, das konnten die deshalb sich leisten, im Gegensatz zu Griechenland, weil Japan die Zinsen für seine Staatsanleihen auf historisch niedrigem Niveau seit den 90er Jahren festgenagelt hat, auf etwa 0%. Im Moment sind es 0,25% in etwa, wo sie sagen, drüber steigt's nicht. Fertig, Punkt, aus, Ende. So, das ist seit jetzt, na, entspannt mal 27 Jahren der Fall, dass diese Zinsen so niedrig sind. Aber jetzt passiert nämlich was Spannendes. Jetzt erhöhen die Amerikaner ihre Zinsen. Und zwar massiv. Was heißt das jetzt? Sie bekommen in Amerika für Staatsanleihen, sichere amerikanische Staatsanleihen, 3% Rendite. Haben wir gerade gesehen. Ne? Da können wir nochmal drauf schauen. Und ich gehe gerade mal auf eine andere Anzeige. Können wir auf Bloomberg schauen. So, wir sehen hier, die amerikanischen Zinsen steigen massiv an, sind es bei knapp 3%. Die japanischen Zinsen für japanische 10-jährige Staatsanleihen liegen nach wie vor bei 0,25%, aber nur deshalb, nicht weil der Markt nicht gerne mehr nehmen würde, sondern weil der japanische Staat sagt, wenn sonst keiner kauft, kaufen wir es, wir kaufen noch mehr, wir kaufen alle und wir kaufen sie zu einem Preis, damit die Rendite bei 0,25% steht. Fertig, aus, Ende, Edge, machen wir so. Das heißt, die Staatsanleihen, die Zinsen in Japan bleiben extrem niedrig. Nun, was macht der geneigte Investor? Der geneigte Investor sagt, das ist ja eine tolle Geschichte. Dann leihe ich mir doch Geld in Japan für nahezu 0% in japanischen Yen. Die japanischen Yen tausche ich um, die verkaufe ich gegen US-Dollar. Und diese US-Dollar lege ich jetzt in amerikanische Staatsanleihen zu 3% an. Ja, das ist doch ein sicher verdientes Geld. Das sind doch sichere 2,7, 2,8% sicher verdientes Geld, das ich hier habe. Und noch dazu, dadurch wird der Yen immer schwächer, der Dollar immer stärker und ich verdiene sogar noch auf der Währung. Und genau das passiert gerade. Schauen wir uns mal hier den Yen an.